Hallo Leute, ja, wir haben es geschafft, sozusagen in unser Lager hier zu kommen. Der Troll sind wir los, der Uralte ist immer noch da und mir kommt so vor, als ob wir gegen den Uralten irgendwie eine bessere Waffe haben müssen, weil das ging ja gar nicht voran. Schauen wir mal, dann diese ganzen Helden, die da noch drumrum liefen, diese kleinen Zwerge da, die gingen mir ganz schön auf den Geist und ja, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir jetzt schauen, dass wir vielleicht in dieser Folge mal irgendwie schauen, ob es noch einen anderen Bogen oder sowas gibt. Also Bogen, denke ich mal, und Feuerpfeile ist richtig. Wir haben bestimmt aber auch zu wenig Feuerpfeile. Die müssen wir gleich mal heile machen. Gehen wir ins Lager und schauen uns das dann an, ne? Ist gerade Eisen fertig oder Kupfer oder Bronze fertig geworden, so hörte sich das an, ne? So, da müssen wir mal schauen. Okay, wir können mal gerade hier noch Bienenhonig ernten. Hier haben wir noch Kohle gemacht. Jetzt müssen wir mal gucken, irgendwie, was wir da noch basteln können. Ach, jetzt haben wir das auch noch gepackt. 14 Holz, Kohle. Haben wir hier noch was reinzuschmeißen? Nein, haben wir nicht. Das ist auch tatsächlich leer. Aber warte mal, da kommt ne Kohle mal nicht. Lass uns mal schauen. Können wir hier irgendwas basteln, was. Brustpanzer, das haben wir ja schon. Schweinschienen haben wir auch. Bronzepfeil. Ist denn der Bronzepfeil? Nein, der ist nicht besser. Holz brennt und der Typ ist aus Holz, also macht das nur mit Holz Sinn. Flug, Bronzehelm. Den hatte ich schon, naja. Metzgermesser. Kupfermesser, Streitkolben, wir brauchen eine Fernwaffe, die es hier natürlich nicht gibt, weil kann ja nicht aus Metall sozusagen sein. Erstmal reparieren, wir müssen auch noch eine Fackel gleich haben. Gehen wir mal nach drinnen schauen, was können wir an dieser Werkbank machen hier. Erstmal reparieren, wir brauchen auf jeden Fall eine neue Fackel. Lederbrust. Ah, guck mal, hier ist noch ein Edelholzbogen, den habe ich noch nicht gesehen. Was hat der denn? Wir haben ja den normalen Bogen. Der hat Stechen 22. Ah, der ist 10 besser. Also muss das schon mal definitiv ein besserer Bogen sein, ne? Warte, Gewicht und Haltbarkeit. Auch haltbarer ist er auch noch. Ausdauerabzug 6, 4. Okay, der ist ein bisschen mehr mit der Ausdauer, ist aber nicht schlimm, weil er ist vielleicht etwas schwerer. Blockrüsten, Blockmacht, Parierbonus und sowas, das ist ja eher nebensächlich. Rückstoß hat der gar keinen. Der hat schon Rückstoß. Okay, der Rest sollte uns, glaube ich, nicht so betreffen. Das heißt, wir brauchen 10 Edelholz, 10 Kernholz und Hirschfell. Wir haben das andere gemacht. Was brauchen wir denn noch für eine Fackel? Muss doch hier auch drin stehen, ne? Habe ich doch gerade hier noch gehabt. Ne, das war eine Keule. Da unten ist sie. Holz und Harz. So, das Material ist hier. Das ist das Hirschfell. Können wir hier noch was lassen? Bronzespitzhacke, ne, die müssen wir mitnehmen, noch nicht aus. Ach, warte mal, da können wir aber definitiv jetzt hier das wieder tauschen. Fleischsorten haben wir zum Auffüllen. Köstliches Met. Ja, da müssten wir mal nachher schauen, dass wir das vielleicht auch noch in die Wege leiten, ne? Was machen diese Pilze eigentlich? Ich glaube, wir sollten mal die Pilze mitnehmen, ne? Oder wir essen einfach den Honig. Der gibt Ausdauer. Ausdauer wäre manchmal da schlecht, nicht schlecht, ne? Ich lasse den Honig mal dabei. Die Marmelade macht auch Ausdauer. Gesundheit kommt dann natürlich nicht hoch, aber wir wollen ja Distanz von dem Typen wahren. Sollte dann so klappen, schätze. Das hatten wir hier. Achso, das war Bernstein. Naja. Da können wir nichts mit anfangen. Ich glaube, die hatten wir hier drin, die Samen, ne? Die schmeißen wir auf jeden Fall hier rein. Das sind's. Wohl, weiß ich nicht. Aber ich lasse es jetzt hier drin, ist glaube ich halb so wild.
Wir brauchen hier mal gerade ein bisschen von dem Dingens. Harz. Holz. Ist die Frage, ob wir da noch das passende bei haben. Ja, ich glaube, es waren 10 Edelholz, das heißt, es reicht noch nicht mal. Kernholz. Normales Holz. Sind wir bestimmt schon zu schwer, oder? Ah, ne, doch, können noch was tragen. Hier können wir aber auf jeden Fall. Ne, wir machen es umgekehrt. Wir nehmen das mal raus. Ne, das bleibt da. Das kommt dahin. Dann können wir vielleicht das ein oder andere noch hier machen. Ah, Bronze geht noch was. Aufwerten können wir nichts. Dann kann es wieder hier rein. Aber wir haben schon wieder einen Bronzebarren mehr. Gut. Besorgen wir uns erst noch ein bisschen Edelholz. Ich glaube, das kriegen wir hier vorne. Das waren die Birken, ne, oder? Bin mir aber nicht sicher. Das sieht nach einer Birke von der Ferne aus. Ob es eine ist, ist eine andere Frage. Das ist aber keine Birke, eine Buche. Gibt es denn hier irgendwo noch Birken? Wir sind schon ziemlich am Holzen mit den Birken, ne? Ich glaube, da ist eine. Ja, das wird nichts, ne? Sollten wir vielleicht eine Axt nehmen. Schon wieder. Keine Ahnung, wo er jetzt ist. Kommt er? Kommt er nicht? Irgendwo war er doch zu hören, oder? Kommt keiner. Wir müssen dann auch, wenn wir beim Uralten sind, den Eiktürk mal hier, den Buff da aktivieren. Das fehlt uns auch. Das machen wir immer schön nicht. Ne? Essen hatten wir, glaube ich, schon mal dran gedacht. Das war ja schon mal etwas. So, jetzt sollten wir den Bogen eigentlich machen können, oder? Na, irgendwas fehlt noch. Wo ist er denn jetzt da? Kernholz und nicht normales Holz, okay. Aber das hatten wir doch auch hier, ne? Das war jetzt Edelholz. Zähne brauchten wir und Zähne vom Kernholz und den Hirschfellumfang brauchten wir noch. So, auf ein neues. Jetzt ist der Edelholzbogen auch hier oben. Herstellen. Wunderbar. Und dann gucken, wie man den aufwertet. Kann man schon, gut. Dann ist er hier nochmal um 5 Punkte höher. Hier fehlt unten, ne, Stufe 3 hätten wir auch. Wir brauchen noch Edelholz und Kernholz noch mehr, damit das klappt. Okay. Das wollen wir auf jeden Fall noch machen, ne? Stufe 4 geht hier. Dann kriegen wir den nochmal ein bisschen besser. So, das heißt, Kernholz war, glaube ich, die Pinie, ne? Auf dem Weg dahin könnten wir vielleicht auch eine Birke finden, oder? Da ist schon mal eine Birke. Okay.
jetzt stürzt die, es ist glaube ich eine Buche, ne? Oh, und da müssen wir aufpassen, dass sie uns nicht erwischt. Ja, das war jetzt normales Holz, ne? Könnte es was zu essen vertragen? Heute das momentan? Ich glaube nicht. Düsterwald war, glaube ich, in diese Richtung. Das machen wir jetzt gerade mal, dass wir eine Pinie kriegen, ne? Ah, da geht's lang. Das ist eine Tanne, das ist eine Buche, ne? Die wollen wir beide nicht. Oder gab eine Tanne sowas? Was war das denn jetzt gerade? Was ist denn hier für ein Dingens gewesen, dass da so ein Zeichen dran ist? Tag 33, da haben wir ein Gefecht gehabt oder was war das? Ich glaube, das könnte eine Pinie sein, ne? Ne, ist eine Kiefer, aber wir machen die mal. Vielleicht ist ja auch die Kiefer das Holz, was wir brauchen. Dann war es doch keine Pinie. Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Nee, das ist nur einfaches Holz. Oh. Ein Troll, den brauche ich jetzt gar nicht, ne? Den hatten wir schon so genüge, woanders. Und der kommt. Ist klar. Warte mal. Nee, wir müssen erstmal weg. Ich habe natürlich den Edelholzbogen noch nicht ausgerüstet, ist klar, ne? Oh Mann, ey. Kommt er oder kommt er nicht? Ich glaube, er ist wieder weg. Oben bewegt sich was, ist er das? Ja, das ist er. Ah, und wieder so ein kleiner daneben, ne? Ist klar. Lauf. So, das war's dann. Vier Energie noch. Super, oder? Schon ein bisschen mehr Energie, ne? Wir sollten etwas essen, ne?
vielleicht mal die 8 drücken, dann kriegen wir wenigstens ein bisschen mehr hier. Roll sind wir los, ne? Das hat ja wieder super geklappt, ne? Wir müssen auf jeden Fall dahin, weil da ist unser Bäumchen, was wir vielleicht abhaken wollen. Aber eine Tanne war das nicht, oder doch? Ist nur Holz. Ich habe auch keinen blassen Schimmer, wie jetzt eine Pinie hier aussieht, ne? Ich glaube, wir machen erst hier einen Cut und schauen in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.